Hallo, wir haben euch heute die digitale Anwesenheitsliste mitgebracht. Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, weil in der Schule am Morgen müssen die Lehrer ja immer Anwesenheitschecks machen. Und das dauert zumindest in meiner Klasse so plus minus immer so 5 Minuten. Und diese Zeit wollen wir natürlich für Unterricht nutzen. Deswegen haben wir uns etwas ausgedacht, was den Unterricht im Endeffekt verlängert. Unsere Vision war, dass in den Klassen ein Gerät an der Wand ist, das so aussieht. Das soll dann zum Beispiel halt QR-Codes, die auf euren Schülerausweisen sind, soll es dann abscannen und eure Anwesenheit halt bestätigen, dass ihr in der Schule seid. Ja, für unser Endprodukt haben wir verschiedene Planungsmethoden benutzt. Einmal haben wir uns ganz am Anfang ein grobes Konzept ausgedacht, das ist jetzt auf so einem Plakat gemacht worden. Dann haben wir uns allerdings auch alle nochmal ein eigenes Konzept ausgedacht auf Excalibur. Und dann haben wir uns am Ende, haben wir dann alle das angeguckt und dann uns ausgetauscht darüber. Jetzt haben wir ein Endprodukt, sozusagen ein Konzept einer Website, wo verschiedene Daten erfasst werden, wie zum Beispiel der Nachname und Vorname der Person, wann sie in der Schule angekommen ist und falls sie verspätet war, wie viele Minuten verspätet sie war und noch die anderen, die da draufstehen, aber so viele muss ich jetzt auch nicht vorlesen. Ja, und die ersten Schritte für die Website sind halt schon fertig und der QR-Code-Scanner ist ebenfalls angefangen worden. Ja, die Website, die dazu dienen soll, den Lehrern die Übersicht von der Anwesenheit zu geben, haben wir erst versucht, mit Plain HTML zu coden. Das wurde dann aber relativ schwer, deswegen sind wir auf Flask gewechselt und unsere Arbeit wurde sehr, sehr vereinfacht. Ich kann euch natürlich zeigen, wie wir einfach ein bisschen mal in die Kulissen gucken, hinter Kulissen, ja. Also hier seht ihr generell einmal den Grundcode für die Website generell. Hier seht ihr dann nochmal den Code für die Tabelle. Und hier seht ihr so gesagt die Daten von den halt Schüler jetzt. Das ist ein Beispiel natürlich. Ja. Also wir haben am Wochenende einen QR-Code-Scanner programmiert. Wie funktioniert der QR-Code-Scanner? Es öffnet sich ein Fenster, also die Videocam, dann kann man den QR-Code scannen und der Name des Schülers wird abgelesen. Ausgelesen. Wie ist der QR-Code-Scanner programmiert entstanden? Also, als erstes haben wir einen QR-Code programmiert, damit man die Videocam überhaupt öffnen kann. Und danach mussten wir noch einen Code programmieren, damit wir den QR-Code-Scanner überhaupt benutzen können. Im Endeffekt sollte unser Projekt helfen, schneller und überblicklicher in den Unterricht zu starten, Fehlzeiten plus Verspätungen aufzeichnen und natürlich die Welt verbessern. Wir könnten noch Anmeldungen mit Code, Barcode oder NFC einbauen, das bleibt jetzt aber nur als Konzept. Außerdem haben wir uns mit der Frage, wie Sicherheit der App beschäftigt, sie aber noch nicht eingebaut. Durch das Projekt haben wir viele Dinge wie Python oder Webdesign gelernt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Für heute von uns ist es alles.